In diesem Video. Fährt ein Boot, liegt ein Stein rum, wird es ganz schräg und hat etwas Hunger. Hallo zusammen, hier ist Kyle von Travel Camping. Alter Co-Pilot, was guckst denn du da? Das glaube ich ja jetzt nicht. Aber das macht einiges klarer. Und kaum erwischt, stellt er kurz um auf unser Programm. Oh je. Lassen wir den Co-Piloten und alles andere mal hinter uns und gucken vorne raus. Das hier unser Blick seit gestern Abend. Gar nicht schlecht, oder? Hinter uns der Mülleimer, wichtiges Utensil immer wieder auf Reisen. Und ansonsten freier Blick auf vorgelagerte Inseln, Fjorde, etwas Häuser und Gebäude. Und immer wieder Regenschauer. Und während hier 8 GB in 1,5 Stunden per 4G hochgeladen werden. Könnten wir ja mal vor die Tür gehen, oder? Und by the way, viele fragen mich, ob meine Silvi-Gläser hier noch halten. Ja, halten sie bombenfest. Und was die Strecke gestern überlebt hat, überlebt wahrscheinlich auch, ich sag's ungern, aber ein Atomkrieg. Kein Scheiß. Das Zeug fällt nie runter. Hier fliegt alles durch die Gegend, aber das hält wie die Sau. Seit über 3 Jahren, glaube ich jetzt. Wettertechnisch ist das also heute noch keine Offenbarung, aber es soll im Laufe des weiteren Nachmittags, wir haben schon 14 Uhr, besser werden. Da lassen wir uns gerne positiv überraschen. Und hier und da, so wie jetzt im Moment, versucht die Wolke auch durch die Sonne, beziehungsweise umgekehrt. Aber die Sonne macht es der Wolke schwer. Ja, oder irgendwie so, ach, was weiß ich. Ihr wisst ja, was ich meine, oder? Ist klar. Hinter Zottel weisen gewisse Spuren darauf hin, dass hier schon gelaufen oder gefahren wurde in diese Richtung. So ein Pfad, fast fahrbar mit Allrad und Hörlegung. Und über die Straße, die kaum befahren ist und uns nicht gestört hat, geht es da auch noch irgendwo auf die Hügel zum Funkmast. Und das passiert mit den Menschen, die hier wahrscheinlich drüber laufen, ohne es zu dürfen. Denn es ist eingezäunt, vermutlich. Eine Art Privatland. Da mir nach Bergmarsch nicht ist, habe ich mich fürs Wasser entschieden und ich will ja hier nicht auch einfach ungefragt über Privatgrund latschen. Und das Ding, was da hinten auf dem Meer schwimmt, man nennt das auch Autofähre, die wollen wir dann heute auch noch nehmen vielleicht. Mal schauen, was sich noch so ergibt. Und apropos ergibt, liegt hier noch ein interessanter Stein rum mit einer Eisenstange, der dann diese Aussicht genießt. Fängt wieder an zu tröpfeln. Herrlich. Ein ziemliches Dreckswetter heute. Jetzt kommt eine fette Regenwolke zu uns und schickt uns Feuchtigkeit. Da haben selbst die Möwen keinen Bock mehr durch die Gegend zu fliegen. Dreckswetter, Abbruch draußen. Macht keinen Sinn. Shift schlank runter. Klatschnass geworden fast. So ein Piss. Hey Kuppel, was machst du da? Ah, deine Bamsemums gefunden. Wie immer halt. Oh, was ein Dreckswetter gestern und heute. Leck. Ah ja, ich beschäftige mich dann mal mit Blogschreiben. Langweilig wird's mir ja nie. Aber schönes Wetter wäre besser. Könnte man hier Vögel fotografieren beim Rumvögeln und so. Aber ja, ist wie es ist. Ja Mensch, wo wart ihr? Ich hätte euch fast einen Sonnenstrahl zeigen können. Kein Scheiß, es war kurz, ganz kurz. Co-Pilot ist mein Zeuge. Die Sonne da. Co-Pilot wollte schon fast die Sonnenbrille aufsetzen, hat's aber nicht gefunden. Und jetzt? Super Wetter heute. Ein Auf und Ab und praktisch kann man nicht wirklich, ohne nass zu werden, vor die Tür. Deswegen die Entscheidung vom Co-Pilot, heute lieber drin zu bleiben und Bamsemums zu genießen. Unser Eins hängt vorm Rechner und kriegt Hunger. Es ist irgendwie schon 16 Uhr. Wenn man bis 11 Uhr pennt. Also, Co-Pilot hat natürlich so lange geschlafen. Unser Eins wird das nie machen. Ist der Tag einfach irgendwie, ja, schnell rum. Und apropos rum, der sind wir noch alle. Und da das mit dem Wetter heute wohl nicht mehr wirklich was wird, machen wir jetzt was zu essen. Und das besteht aus Rührei, Käse, Salat, hier den Tortilla-Dingern und dann gibt das irgendwie irgendwas, was man klappen kann. Das Rührei wird schon fest, Käse drüber. Für die Frische etwas Philadelphia. Und dann alles gut verstecken unter einem Tortilla-Ding. Das Ganze wenden und schon geht die Sonne auf. Nein, kein Scheiß. Ist wirklich Sonne. Da, vorne, ist hell. Die Sonne kommt. Mal kurz. Es regnet aber noch. Es ist schön hier. Et voilà.
Mittagessen oder Kaffee und Kuchen oder name it as you want. Aber die Sonne scheint drauf. Das Chaos in der Küche lassen wir einfach mal in der Küche. Genießen, dass es mal echt jetzt schon ein paar Minuten heller ist. Und ich versuche jetzt mal dieses Killerteil zu essen. Gute. Ganz schön schwer. Gobelot, was guckst du? Willst du jetzt auch plötzlich Eis? Das ist Karamelleis. Das magst du doch gar nicht. Außerdem hast du da noch einen Bamsemums liegen. Guck mal. Viel leckerer. Seit wann mag der jetzt Karamelleis? Würde mich echt mal interessieren. Er hasst Karamell. Super. Jetzt ist er eingebärt. Und sein Bamsemums hat er auch gegessen. Oh Mann. Hallo Dirk. Ja, alles gut bei mir, ja? Dachte ich mir, dass du noch wach bist. Wir haben jetzt ein paar Flaschen, ein paar Gläser Rum getrunken, aber der füllt die Gläser immer nur so klein auf. Dirk, Rum! 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 Ah, ist das schön. Tja, so ist das halt, wenn man nicht mit den richtigen Leuten unterwegs ist. Da gibt's halt nicht ordentlich gefüllte Gläser, ne? Das hab ich gehört, Kai. Oh, verdammt, Feind hört mit. Ist halt ein Sparbrötchen, der Walter. Ja, schlag ihn. Tja, was ging heute noch? Nicht mehr viel. Die Abenddämmerung kam dann noch. Und ihr seht, der Himmel hat ein paar Lücken. Was vermutet ihr? Wie viel Uhr ist es wohl? Ich kann es euch sagen, Mitternacht. Es wird immer heller nachts. Wir sind jetzt noch wieder ein Stückchen weiter nördlich. Das ist einfach immer wieder unglaublich cool, dieses immer länger werdende Tageslicht. Und ihr seht da oben, der Himmel durch die Wolken, der ist fast noch blau. Vor lauter irgendwas anderes tun, Datenspeichern, schneiden heute, sehr produktiver Tag, habe ich komplett vergessen zu essen. Also um Mitternacht halt ein kleiner Cornflakes-Snack. Ich hatte ja immerhin ein ordentliches, ja, was war das eigentlich, Nachmittags-Frühstück, Mittagessen oder so. Ja, und da muss ich bis weit nach Mitternacht warten, dass ich mal heute noch trockenen Fußes vor die Tür komme. Der Himmel hat richtig schön aufgemacht jetzt. Top Wetter. Und wenn sie das bis morgen hält, dann haben wir morgen Sonne. Und das Gute ist, der Wind kommt aus dieser Richtung und aus dieser kommen auch keine Wolken. Denn die verdammten Wolken werden weggeblasen. Mann, wäre das cool, wenn wir morgen ein bisschen Sonne hätten. Dann geht's ab auf die Insel. Und dunkler als das, was wir jetzt sehen, wird's heute Nacht auch vermutlich nicht mehr. Und mit ein wenig Fantasie könnte man meinen, dass sich hier geradeaus schon fast der Sonnenaufgang bald wieder zeigen wird. Da verfärbt es sich orangemäßig. Irgendwann. Wir können aber auch festhalten, dass ein affenkalter Wind geht. Und das ist ziemlich unangenehm, wenn man nur eine Jogginghose anhat. Oh, schon ein bisschen frisch. So Leute, der Co-Pilot hat sich wieder eingekriegt und ist nicht mehr sauer. Was ein Glück. Und jetzt gehen wir pennen. Oh, Co-Pilot, mach dich dünn. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass heute wenig los war. Das lag vor allem am Wetter. Und damit, dass ich viel anderes zu tun hatte. Morgen wird es hoffentlich anders. Ja, und der Herr Co-Pilot ist jetzt hier irgendwie zusammengebrochen. Ich glaube, er will wieder auf meiner Seite pennen. Co-Pilot, das kann ich vergessen. Ich muss darüber zum Rest der Truppe. So. Gute Nacht, Pappnase. Und ich sage auch gute Nacht. Bis morgen. Wir schlafen mal ein paar Stunden. Ciao zusammen. Friedrich, wir wollen los, aufstehen! Oh, ja, servus, schönen guten Morgen, Kai hier von Travel Camping Living, irgendwo hoch im Norden von Norwegen und wie gesagt, wir wollen los. Aber da die zwei Mitreisenden noch nicht aufgestanden sind, bringe ich mal noch den Müll weg.
Ey, wo ist der Müll? Co-Pilot, wo ist der Müll hin? Ah, da ist er. Okay. Und während die beiden irgendwie aus dem Bett versuchen zu krabbeln, mal noch kurz die Nase in den Wind. Der kommt weiterhin von da und ihr habt das Beste heute Morgen verpasst. Ja, sorry, wenn man halt ewig pennt, ne? Tja, so geht's halt. Denn als ich aufgewacht bin, schien hier die Sonne. Ha, habt ihr verpasst, ewige Langschläfer ihr. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir fahren erstmal noch diese Straße bis zu Ende. Danach drehen wir um, gehen noch kurz einkaufen und dann fahren wir mit einem Boot auf die Insel da vorne, glaube ich. Oder die. Also irgendwo in die Richtung, ne? Denn das macht auch völlig Sinn. In die andere Richtung wäre nämlich schönes Wetter. Das wollen wir ja nicht. Frischer Wind draußen, somit wieder zurück im Zottel und jetzt fahren wir dann ab. Aber wirklich weit sind wir noch nicht gekommen mit unseren Co-Piloten. Alter Jungs, was ist los mit euch? Wow, seid ihr schon richtig weit gekommen? Ich flippe aus. Mann, Leute, was sollen denn die Zuschauer von euch denken und Fans und Follower, wenn ihr immer so ein Geschiss macht am Morgen? Ehrlich. Oh, was macht das für einen Eindruck? Hockt euch hier hin, heute ist nicht Sonntag. Heute ist Samstag. Wir wollen ja noch einkaufen. Also dann schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Fahren ab. Erstmal ans Ende der Straße. Und schauen, ob es da einen Wendehammer gibt. Fühlt sich ja ein bisschen schräg an. Nach zwei Tagen Belagerung vor dem Dorf wagen wir uns jetzt rein. Nicht viel los hier. Verstreute Häuser, paar Vögel, Grasland, alte Autos und Traktoren. Oh, da baut noch einer neu, aber sonst sehr ruhig hier. Oh, Rentiere. Hatten wir auch schon länger nicht mehr vor der Kamera. Der spaziert jetzt da in aller Seelenruhe mit erhobenem Kopf auf die Straße. Oh, der andere hat sich erschreckt. Jungs, kein Stress, wir bremsen ja für euch. Nicht, dass ihr euch noch das Knie verdreht. Die Häuseransammlung erstreckt sich hier bis ans Ende des Fjords. Es geht noch ganz schön weit. Überall wieder versprengt das Haus oder zwei. Oder Bodenwelle. Da wären wir. Hier hört die Straße auf. Wendehammer für den Bus, der hier tatsächlich noch fährt. Großer Linienbus. Und von hier geht es dann noch weiter zu Fuß. In Richtung wo auch immer. Und so schaut's aus, wenn man am Ende eines Fjordes steht. Da geht's nicht weiter. Aber ich habe was gefunden, nämlich die Art, wie sie den Fjord füllen. Hier läuft's rein und dann direkt ins Fjorddelta. Und damit wird er wieder aufgefüllt, denn gerade ist er recht leer. Und wie gesagt, man kann hier wandern nach Hansnes 7,3 Kilometer und auf dem Berg 3. In diese Richtung auf ziemlich matschig, modrigem Weg, wie mir das scheint. Jetzt gibt es hier aber noch einen weiteren Weg, der nicht mit Wanderschildern gekennzeichnet ist. Da steht so ein Schild mit diesem Text. Ich habe jetzt leider mein Handy gerade nicht dabei und kann nicht übersetzen. Aber vielleicht ist das irgendwie privat und No Parking steht da auch noch rum ein Schild. Also. Und dort liegt noch Schnee. Gut, wissen wir das auch. Und jetzt fahren wir einkaufen. Und dafür fahren wir jetzt am Fjord entlang zurück nach Hansnes zum, ich glaube, Spar war es. Ich war noch nie im Spar hier. Jetzt aber weiter, sonst macht der Spar noch zu und wir haben keinen Käse. Schon wieder Notstand angesagt hier. Und während ich hier so vor mich hinfahre, auf der gegenüberliegenden Fjordseite, fetter Wasserfall, stürzt sich da klammheimlich von oben nach unten.
Das ist ein Ding. Keinerlei Schild, nix. Und er kommt von ganz da oben. Da wären wir wieder, Ansnes, und am Horizont wird das Wetter tatsächlich besser. Und blöd ist, dass wir irgendwie in die andere Richtung fahren. Also jetzt gerade nicht, aber später mit dem Boot. Aber wir haben ja die Möglichkeit, wir haben drei Inseln zur Auswahl. Ich bin noch am Hin und Her überlegen, welche wir besuchen werden als erstes. Also, ich habe die GoPro zum Laufen gebracht, ein Wunder. Jetzt gehen wir einkaufen. Bisschen breit geparkt heute. Wo ist jetzt der Schlüssel, Kopferdummy? Ist ja noch abschließen hier. Nicht, dass der Co-Pilot noch abhaut. Wollen wir nicht. Und dann mal rein in Spar, meinen ehemaligen Arbeitgeber. Viel brauchen wir eigentlich nicht. Karotten. Karotten gibt es ja immer in sehr großen Mengen. Das reicht immer für Großfamilien. Wir nehmen mal eine kleine Packung. Tja, kleiner übersichtlicher Laden, ne? Brauchen wir mal noch Fleisch. Ach, Käse. Hallo. Aha. Notstand abgewendet. Welchen kaufen wir denn? Der echt norwegische ist ja gerade im Angebot. Da kann man ja nicht dran vorbeigehen. Ne? Der ist ja auch super. Oder so. 830 Gramm. Da essen wir ja ewig dran. Ja, ein bisschen Mozzarella. Hä? Wäre auch noch nett. Welcher ist gut? Deine Ahnung? Ich nicht. Nehmen wir den hier. Blau ist immer gut. Super. Wir können mal festhalten, unser Hühnchennotstand geht weiter. Ich finde hier keins. Seht ihr was? Nicht. Hier auch nicht. Tricks des Scampis, Ravioli, alles Mögliche. Aber Hühnchenfleisch ist irgendwie davon geflogen. Mir fällt da gerade noch was ein. Wir brauchen Eier. Eier? Hat jemand Eier? Irgendwo? Ja, leck. Eier gefunden. Ich war schon kurz vorm Verzweifeln. Es gibt hier bekanntlich keine M&Ms, aber es gibt einen Verschnitt. Ich probiere heute mal die hier. Vielleicht hilft es dem Team ja weiter. Das wäre geschafft. Jetzt sollten wir die nächsten 3-4 Tage überleben können, ohne nochmal einen Laden zu brauchen. Wobei die zwei es schwer haben werden. Einer ist nicht auf Entzug. Bamse Mums sind alle und gibt keine neuen. Diesel 210. Ich glaube, ich habe für 230 getankt. Bei Tromsø. Der Wahnsinn. Und jetzt fahren wir zum Fähranleger und gucken mal, auf welche Insel wir fahren. Das Wetter ist überall gleich. Beschisse. Könnte man so sagen. Da wären wir schon. Die Wege sind kurz und wir haben uns entschieden, wir fahren nach Vanøy. Nämlich rechts. Und wann ist die nächste Abfahrt? Schwer zu sagen. Vanøy, 14.40 Uhr. So sieht das Ganze dann auf der Karte aus. Das ist Reinøy, Vanøy und Karlsøy und wir fahren auf die oberste. Wir wollen ja immer nach oben, irgendwie. Gute Neuigkeiten, das Schiff geht schon um 13.15 Uhr. Ich hatte mich da verguckt, das ist in einer Dreiviertelstunde. Und bisher stehen wir hier noch völlig alleine. Kein Auto, kein Mensch, weit und breit. Der Dampfer aber ganz schön groß, sogar überdacht und Wetter- und Wind geschützt, also schon was Größeres. Ansonsten aber alles wie immer, Geruch nach Meer, schreiende Möwen, Ebbe und Wind. Und ein Zottel, der vorne rum irgendwie sauber aussieht, das verblüfft mich immer wieder. Seitlich aber dann doch der Dreck ein wenig sichtbar. Aber so ist halt, ne? Gewaschen wird er hier vermutlich nicht, denn er wird eh nur wieder staubig und dreckig. Und ich habe mir gerade die Wettervorhersage für nächste Woche angeschaut. Wenn die zutrifft, dann kriegen wir hier nochmal richtig Winter, Dauerfrost und Schnee. Das wird also noch eine spannende Geschichte, wie es uns hier weiterhin ergeht. Und während ich hier warte, dass der Dampfer ablegt, wird mal wieder das Cockpit durchgewischt. Es ist sehr staubig. Normalerweise mache ich das ja, wenn Stau ist, aber da hier nie Stau ist, mache ich es halt, wenn ich auf Boote warte. Macht Sinn, oder? So, Co-Pilot, alles wieder sauber, ne? Jetzt bitte nicht gleich wieder husten, sonst haben wir hier wieder alles voll Staub.
Die Schranke geht hoch. Ich glaube, das bedeutet, wir dürfen rein. Zumindest springt mir keiner entgegen und sagt das Gegenteil. Da wird auch nicht eingewiesen. Wir fahren einfach mal bis vor. Zum Glück ist das Tor zu, fahren wir nicht zu weit. Wir legen schon ab. Der Dampfer auch noch gut voll geworden. Nicht ganz voll, aber gewisse Menge an Bord. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rauskommen. Die Tür geht in Zeitlupe auf. Jetzt werden hier noch wieder alle Kennzeichen abfotografiert. Der Kollege war gerade schon voll dran. Und die Rechnung kommt dann per Post. Und eine Alarmanlage ist am Pfeifen. Und das ist das Auto vom Captain. Pfeift lustermundig vor sich hin. Und wir stehen jetzt ganz vorne und haben Blick nicht auf unsere Insel, denn wir fahren nicht auf diese hier, sondern auf die da. Hoffe ich zumindest. Wenn wir auf die fahren, dann sind wir auf dem falschen Boot. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Dann Insel ist Insel. Letzter Blick auf Hansnes, eine Riesenkirche, falls ihr sie seht. Und ansonsten ein ruhiges Meer, das vor uns liegt. Der Wind kommt angenehm von hinten, deswegen haben wir hier gerade praktisch Windstille. Hier blicken wir jetzt nicht mehr auf Hansnes, sondern auf die Insel, die der Ortschaft gegenüber liegt. Was ihr hier bildmittig seht, dieser riesen Leuchtturm, weltbekannt und völlig unbemerkt hier rumstehend, der macht Licht bei Nacht. Und falls ihr euch fragt, was wir eigentlich auf dieser Insel machen wollen, ist das eine echt gute Frage. Denn ganz ehrlich, Plan haben wir nicht. Wir fahren einfach mal hin und gucken, was passiert. Wenn nichts passiert, dann hatten wir eine schöne Zeit auf einer Insel mit zwei netten Schiffsfahrten. Und wenn es Action gibt, ja, sagen wir auch nicht nein. Also bleibt dran, dann sehen wir's. Es geht ein leichter Wellengang mittlerweile. Langgestreckte Wellen, die uns hier leicht schaukeln lassen. Nichts Wildes, aber im Preis inbegriffen. Gute Neuigkeiten, wir sind auf dem richtigen Schiff. Wir fahren nicht die kleine Insel Karlsøy an, sondern tatsächlich fahren wir in die Richtung, in die wir wollen, nämlich dahin. Die Überfahrt dauert ca. 45 Minuten, kostet 161 norwegische Kronen für ein Fahrzeug meiner Länge. Ich habe es für den halben Preis bekommen, also 80,5 Kronen, weil ich eben den Autopass Ferie verwende. Und dann sehen wir auch schon Hafen, dürfen wieder zurück, runter zu den Autos. Das Auto vom Captain wurde während der Überfahrt gewaschen. Zottel leider nicht, steht da immer noch schmutzig rum. Da öffnet sich die Klappe und die Schranke und wir können los, wenn wir noch die Handbremse lösen, und sind an Land. Jetzt brauchen wir erstmal einen Spot, wo wir halten können, um alle anderen vorbeizulassen. Und dann überlegen wir uns, wo wir essen. Wir fahren mal links und gucken, wo es hingeht. Und jetzt rumpeln wir hier über lokale Rumpelpisten. Aber kennen wir ja schon. In nordwestlicher Richtung bisher. Straße in ziemlich überraschend gutem Zustand. Wir fahren hier direkt an der Küste entlang. Hier und da mal ein paar Bäume und ansonsten viel Meer und wenig Verkehr. Das Praktische an dieser Insel ist, man kann sich nicht verfahren, denn es gibt eine Ringstraße, die allerdings nicht ganz ringsrum geht, sondern ja, die Wege sind weit, wenn man von der einen Seite auf die andere will. Die Straße in unterschiedlich gutem Zustand, aber sonst sieht das hier alle sehr nett aus. Immer wieder sehe ich auch rechts des Weges Hinweisschilder zu Wanderungen durchs Matschland. Hier steht alles übelst unter Wasser. Oh, was ist denn das hier links? Parkplatz, Wanderung. Wir haben da was gesehen. Eine sandige Zufahrt mit einer Bank an einem Traumstrand, würde ich es mal fast nennen wollen. Wir stellen uns da mal hier hin und essen Happen. Mitten in den Dünen. Geil. Gott verdammt nochmal. Fach aufgemacht. Was fliegt raus? Warum ich hier schimpfe wie ein Rohrspatz und was sonst noch so passiert, das seht ihr dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao zusammen.